Wir sind in Scheuring im Landkreis Landsberg am Lech. Die Gemeinde ist unter dem Namen Skieringen das erste Mal in einer Urkunde erwähnt worden. Das war um das Jahr 1130. Heute leben in Scheuring ca. 2000 Menschen. Und wir haben einige kennengelernt. Denn die Scheuringer haben uns ihre Lourdesgrotte gezeigt, den Biohof der Familie Eisele und die Ponys von Florian Meisterl. Und heute wird's historisch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir treffen uns jetzt mit einem Böllerschützen. Und zwar einem ganz besonderen. Und da pumpt er schon. Ritschi! Servus! Das ist also, ich habe mir jetzt vorgestellt, du bist ein Böllerschütze und kommst hier mit so einer Pistole, aber was hast denn du hier dabei? Das ist ja eine Salutkanone dabei. Eine Salutkanone? Genau. Wo kommt denn die her? Die ist Ursprung aus dem Krieg- und Veteranenverein Scheuring, angeschafft worden 1885. Ja, das ist ja unglaublich. Und wieso? Und du hast die irgendwann übernommen, oder? Gehört die eigentlich am Verein? Die gehört immer noch dem Reservistenverein, der den Krieg- und Veteranenverein übernommen hat. Aha. Und die wird zu Todesanlässen von Kriegsteilnehmern hergenommen oder auch zu Böllerschützentreffen. Die ihr hier habt, oder? Wir haben eins gehabt vor 2 Jahren. Ja. Und da war die draußen. Oder ich fahre auf andere Böllerschützentreffen mit dem Ding. Das ist ja unglaublich. Also das heißt, du schießt nicht wie die anderen mit diesen großen Kanonen, mit diesen Kanonen, die man in der Hand hält. Oder genau, Pistolen, das sind Handschaftböller oder Schaftböller, sondern ich schieße mit der du Kanone. Du schießt mit der. Und kannst du uns das jetzt auch zeigen, wie das... Ich kann euch das auch zeigen. Ich habe mal da so einen Schuss sicher jetzt einfach vorbereitet. Hast du noch einen Waffenschein oder kann das jeder machen? Nein, da braucht man Zeugnisse für einen Lehrgang dafür. Ah, okay. Und dann darf man Schwarzpulver erwerben und dann darf man damit schießen. Wie heißt das, der Schein? Pulvererwerbschein, Paragraph 23. Okay, den hast du. Genau. Okay, dann fühle ich mich sicher. Genau. Okay. Das ist ein vorbereiteter Schuss, der wird einfach daheim vorgeladen mit Korken. Also wird keine Kugel irgendwie in den Lauf getrieben, sondern nur den Korken. Was ist da drinnen jetzt? Schwarzpulver. Das hast du jetzt da reingefüllt? Genau. Um Gottes Willen. Mhm. Wenn dir der runterfällt, kann nichts passieren? Nein, kann nichts passieren. Der ist so sicher, dass nichts passieren kann. Der geht nur los, da hinten, wenn die Zündkappen. Ah, wenn da jetzt was dagegen, gegen die Zündkappe geht. Genau, wenn der Nadel dagegen schießt, also geladen wird sie von hinten. Das wird ein bisschen laut, gell? Das wird laut, also das heißt, also stopp, aber du sagst mir, wenn es losgeht, weil dann gehe ich noch mal ein paar Schritte weg. Also es dauert noch ein bisschen, oder wie? Ja. So, der Kartusche ist drin, Schloss haben wir zugemacht, jetzt spannen wir den Hahn. Okay, halt, aber geh du noch nicht noch machen. Noch geht's nicht los. Okay, geht's nicht los. Okay. So. Also jetzt ist alles, wäre es bereit. Ich habe jetzt wieder einen Gehörschutz. Ah, du schon, ja, genau. Ich nicht, deswegen muss ich ein bisschen Finger weggehen. Finger in die Ohren. Nein, aber ich gehe dann ein Stück weg, glaube ich. Warte mal, machen wir das jetzt gleich? Ja, können wir gleich machen. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genau. Ah, du hast noch mehr dabei. Also wir machen es erstmal, ich gehe, wie weit? Und dann? Bis zum Tor. Ja, so, also gut, ich gehe. Das ist wirklich laut, gell? Also gut, ich mache meine Ohren zu. Sagst du, wenn es losgeht? Was? Hab meine Ohren noch nicht zu? Okay, ich mache es jetzt zu. 1, 2, 3. Ja, unglaublich. Na, das war ja jetzt richtig heiß hier hinten. Da war eine Welle, das hast du mir nicht gesagt. Dass jetzt hier eine Welle kommt. Ja, Wahnsinn. Na, und du hast jetzt mehr dabei noch? Hier ist noch mehr dabei. Du dürftest jetzt ein bisschen hinstellen, so tun, als wenn. Wie wenn ich's mache? Genau, wenn du nur magst, ja. Ja, und dann? Ach so, was heißt das? Ich tue so und dann? Ja, es ist nicht geladen. Ja, okay, das stimmt. Also, wie hast du das jetzt gemacht? Zeig's mir nochmal. Es ist jetzt auch nichts mehr drin, es kann eigentlich nicht mehr. Oh, Mann. Die dampft. Das ist normal so. Das ist ganz normal. Boah, das stinkt auch ein bisschen. Ja, klar, das riecht mal. Ein bisschen nach Schwefel. Dass die noch funktioniert, aber klar, die kann ja nicht kaputt gehen. Nein, warum soll die? Die wird halt immer irgendwie einfach reinschieben, ganz rein. Okay. Und dann kannst du den Hebel zumachen. Hier so zumachen? Genau. Nee, das geht nicht. Geht muss man da noch was machen? Ah, ist nicht ganz drinnen. Genau, jetzt muss es gehen. Ah ja, jetzt. Okay, und dann hast du. Dann spannst du nochmal hier. Ja, okay. Ah ja. Und dann würde ich ziehen. Und jetzt, nicht, zirkst, dass jetzt dann doch irgendwas passiert. Es passiert nichts. Das ist gerad wegziehen. Wie gerade? In die Richtung? Hier nach so. Na, so wegziehen. Genau. Ah ja, so wäre das. Ah, das du hast gar nicht so schwer ziehen Nein, müssen. Nein, da muss nicht schwer sein. Ja, dann mach doch noch mal einen. Jetzt, wo ich weiß, dass da die Druckwelle bis dahinter kommt, gehe ich noch mal 5 Meter weiter weg. Cool. Und dann, genau, du schießt mal. Und dann habe ich auch noch so einen tollen Film von euch bekommen. Gell? Ihr macht auch so Treffen. Wo ist das dann? Sind die Vereine gegeneinander oder wie läuft das ab? Es gibt einmal im Jahr so verschiedene Böllerschützentreffen. In dem Fall war es bei uns das Scheuringer, das Oberbayerische Böllerschützentreffen. Mhm. Ist jedes Jahr in einer anderen Ortschaft, wird ausgerichtet vom Bayerischen Sportschützenbund. Und eben vor 2 Jahren war es halt in Scheuring. Und war das dann ein Wettbewerb, also gegeneinander oder eigentlich ein Miteinander? Das ist ein Miteinander. Wir machen ja nur Lärm. Mhm. Deswegen ist es keine Waffe, es ist nur ein Lärmgerät. Ja. Aha.
Früher hat man das Böllerschießen verwendet fürs Schlechtwettervertreiben, was ja heute ganz gut das passt. Das wäre gut praktisch. Deswegen hört jetzt wieder das Ringen auf. Sehr gut. Ach, das war der Sinn früher. Das war früher der Sinn und dann wurde das ins Kirchliche übernommen. Mhm. Gerade in Zeiten von Krieg, wo man keine Glocken mehr gehabt hat, hat man dann mit der Kanone hergeschossen. Oder eben wird verwendet für Vereinsjubiläum oder auch in dem Fall zur Ehrung der Kriegsteilnehmer. Wenn der verstirbt, dann wird mit dieser Kanone geschossen. Mhm. Ach, interessant. Ja gut, also dann, also du hast das auch schon wieder hier geladen. Da ist was drin, ja. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal weiter weg und dann zeigen wir noch den Film von eurem Treffen, weil der ist auch sehr beeindruckend. Und damit gehen wir dann in die Pause. Also schauen wir uns, genießen wir nochmal den Schuss. Da gehe ich jetzt viel weiter weg. Und los! Oh, da ging es mir trotzdem noch ein bisschen Bauch rein. Ja, und jetzt zeigen wir Ihnen noch schnell den Film von den Böllerschützen hier aus Scheuring. Und dann geht's in die Pause. Wir sind westlich von München in der Gemeinde Scheuring. Und wir bleiben in der Vergangenheit. Vom Kanonenschuss geht's jetzt zum passenden Gewand. Und hier kommen sie schon. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie mal, wer neben mir sitzt. Das 18. Jahrhundert oder wie ist das 19. Jahrhundert? Hallo Helga, hallo Bene. Das ist ja der Hammer. Also ihr seid aus dem Trachtenverein Scheuring, oder? Genau, ja. Und was ist das für eine Tracht? Das ist eigentlich die Festtagstracht gewesen, wenn man zur Kirche gegangen ist und wo man halt sich präsentiert hat. Mhm. Und wir ziehen sie halt jetzt zu den Umzügen und zu den
diversen Trachtenfesten immer an. Also und ihr glaubt, die ist so um die ist so 1900? Genau nachgeschneidert worden, weil wir die Vorlagen dazu hatten. Die hattet ihr, die Vorlagen? Da waren Vorlagen dazu da und alte Teile und da ist das nachgeschneidert worden, ja. Unglaublich. Und wie fühlt sich das an? Schön, ganz gut, ganz gut. Ja? Ich hab die gerne an. Hörst du die gerne an? Doch, ich hab's gerne an. Ja? Aber heuer sind ja wenig Festigkeiten. Ja, wo man's anziehen kann. Sonst schreibt man es öfters an. Mhm. Zeig mal, also aus was besteht aus diesen Stiefeln? Ja, da geht die Lederhose, geht ein bisschen runter. Die geht her. Bis runter? Ja, die geht bis runter. Ja, ja. Und dann diese dicken Stiefel? Ja. Oh, die schauen auch schon so schön aus, gell? Doch, doch. Sind die auch irgendwie handgemacht von irgendjemandem? Die sind handgemacht, ja. Gibt es in Deutschland niemand mehr. Ja, wer hat die dann gemacht? Ja, die sind noch alte. Das sind noch alte? Also ja, ganz alt nicht. Ganz alt nicht, natürlich. Aber da hat es noch eine gegeben in Böttmes. Der hat die noch gemacht. Der hat die noch gemacht. Und es war der Letzte, der die gemacht hat. Mhm. Sonst gibt es da niemand mehr, in ganz Deutschland nicht. Ja, ja. Mei, die musst du dann ehren. Also, da hast du also die Lederhosen, dann so eine schöne Weste. Ja, also das ist normal. Dazu. Ja, das genau. Dazu. Und das Schmuckstück hier? Die Pfeife. Ja, das ist. Das ist aber auch ungefähr so alt, oder? Das schon, aber das weiß ich nicht. Die habe ich von meinen Großeltern immer gekriegt, ja. Okay. So. Und zeig mal bei dir, das sieht so aus, als hättest du irgendwie 15 Unterröcke an, ist das so? Nein, das ist nur ein Unterrock, ein großer, aber die Hüften wurden ausgepolstert. Ausgepolstert? Ausgepolstert mit einer großen Rolle, damit man möglichst dick ausschaut, weil die reichen Frauen ja dicker waren. Ja, das kann man das sehen? Kann man das irgendwo sehen, ohne dass man lüfte das Ganze halt einmal. Also da sind unten die Falten genäht worden und dann ist hier die Polsterung drin. Ach, hier. Ja, da sehe ich es. Da. Die Polsterung, genau. Ja, unglaublich. Mai, und heute ist so ein heißer Tag. Hältst du das überhaupt aus? Am Reutestrip. Ja, gut, man gewöhnt sich dran. Und früher hat man sowieso gesagt, was gegen Kälte ist, ist auch gegen Wärme. Und bei den Umzügen mache ich also immer die Erfahrung, dass das genauso ist. Weil die Feuchtigkeit nicht abgeht, sondern das sind ja Schafwollärmel, das bleibt da drin und dadurch schwitzt man ja nicht mehr als andere, so wie wenn man ganz frei ist und das Wasser runterläuft. Stimmt, ja. Das na, dadurch klappt das ganz gut. Und wie viele seid ihr im Trachtenverein hier in Scheuring? Ja, mit der Tracht vier Paare. Vier Paare in der alten Tracht? In der alten Tracht. Und wie viele sind in der modernen Tracht bei euch dabei? Wie viel seid ihr insgesamt? Das hat sich etwas leider Gottes reduziert, weil wenig Nachwuchs da ist. Aber 8 bis 10 Paare schätze ich es insgesamt immer noch. Ja. Und dann der Nachwuchs halt mal mehr, mal weniger. Das wechselt ja immer, wie es so ist bei Kindern oder Jugendlichen. Und wer hat jetzt diese Tracht dann geschneidert? Das weiß ich nicht. Die Dame ist, glaube ich, schon lange tot. Die Trachtenschneiderin gehabt. Die hat das gemacht. Ja, okay. Die hat das noch historisch irgendwie nachgefunden. Ja, die hat die 3 oder 4 Trachten noch geschneidert damals. Mhm. Ja. Das ist aber auch schon. Ich weiß nicht, wie lange her. Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank. Seit ungefähr 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und wie lange hast du deine schon? Deine Tracht, wie lange hast du die schon? Wie lange ist die schon eingetragen von dir? Ich werde das tragen, 25 Jahre. Ja, super. Na, immer noch die gleiche Figur, dass du die tragen kannst. Ja, so war ich schon. Normal ist ja bei mir ein langer Mantel. Zur Festtagstracht. Den habe ich heute nicht an, habe ich nur die Kutze an. Mhm. Ja, aber schöner ist noch der lange Mantel, der ist schöner. Ja, das glaube ich. Heute bei 30 Grad muss nicht sein. Muss nicht sein, aber schöner ist der Mantel, der lange Mantel. Ja, habe ich nicht. Ja, dann vielen Dank, Helga und Beni, dass ihr euch für uns in Schale geworfen habt, dass wir hier diese Tracht auch noch mal zeigen konnten. Vielen Dank. Gerne.